ein bisschen feucht hier drin. Oh, wow! So cool. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Was? Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Schaff mal. Hier. Oh. Gut gemacht. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ein ganzes Camp kaputt gemacht. Also bitte. Während die andere beim Verstecken ihren Arsch rausgestreckt hat, damit man uns ja sieht. Nee. Machen wir das. Kann ich das nämlich noch mitnehmen? So. Auf die Steine, bitte. La, 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 la. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Melly, ich brauche deine Hilfe. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Alter, ja, sei nicht so freundlich. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Ja, macht mal ein bisschen schneller hier. Euer Boot wartet. Ja, Hugo, soll ich einsteigen? Hoffentlich können sie schwimmen. Und das sind Clownschuhe. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Eine Bootfahrt, die ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Nee. Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Dann guck mal hinter dich. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Ja, schauen wir mal, ne? La 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 la. La la la. Ich würde sagen, wir gehen einfach, wa? Hey. Alles muss ich stehen lassen. Ja, gut. Vor allem hier braucht man halt nur einen. Drüben zwei, hier einen. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Los! Ihr seid dran! Wir kommen! Bitte nicht. Ich will nicht wissen, was hier hinten veranstaltet, während wir beide hier hinten sind. Gut, ihr könnt loslassen. Wuff. Haben noch was alles vergessen? Amicia und Hugo sterben vielleicht und. Ey, wir können euch hören. Ich vergesse es. Das liegt hinter uns. Sterben. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Wir können respawnen. Na gut. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ja, komm, Pipi, mach. Los, 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 los. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Ah, barfuß auf so Steine. Ah. Und dann fertig. Ist noch ein einziger spitzer, scharfer Stein da drin. Oh. Na bitte, natürlich. Ratten. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Muss da mal hoch. Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie?
Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Hm. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Viel Kletterzeug. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Okay. Ich mach schon, während ihr euch die Kultur hier anschaut, ne? Macht euer Museumsbesuch nur weiter. Ich arbeite hier. Zuerst muss ich die Ratten da unten loswerden. Ich kann aber kein Ding herstellen. Aber ich kann doch bestimmt noch hinfahren, ne? Warte mal. Ich meine, die Ratten kommen ja nicht hier hinter, solange das Feuer da ist. Jo. Ich wollte hoch. Danke. Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Warum die? Aber okay, gut. So, hier hinten erstmal. Geh weg, das ist alles meins. Alles meins. So. Da bin ich voll. Ah, eins fehlt noch. So. All diese verdammten Ratten. Darüber. Kommen wir darüber? Ob wir sie irgendwie runterholen können? Sag doch, dass ich drücken muss. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Okay. Wollte gerade gucken, ob ich sie auf dieser Seite aufkriege. Nein, kommt rüber, ihr Faulpelze. Okay, darüber komme ich nicht. Dann zieh mal. Einfach von ihnen lassen. Die Anlage ist sehr effizient. So. Oh, hallo Hugo. Hugo, Entschuldigung. Du hast kein Haar im Namen. Du bist ein Hugo. So. Was ich jetzt? Ich gehe zuerst. Natürlich. Natürlich. Komm, Hugo. Natürlich. Gehen wir. Natürlich. Okay, ich kann heute nicht so spinnen irgendwie. Mein Hals macht das nicht mit. So, weiter geht's. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ach komm, du hoffst doch drauf. Sag mir doch nichts. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Das ist meine Seite. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Yay, geh wieder. Wir haben es gefunden, das Chateau. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Wir sind jetzt Kapitel 7. Wie viel Kapitel hat das Spiel? Melly, übernimmst weiß ich grad nicht. Also schön. Ist vielleicht schaffen wir das heute ja wirklich nicht durch. Lukas? Lukas? Ratten! Ja. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Nein, erst will ich dann da hoch. Ist das euer Ernst? Da sind bestimmt wertvolle Schätze drin. Ja.
Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Codex. Oh, wir haben schon ein paar verpasst, glaube ich. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden haben, um verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, sollten sie ihre Geheimnisse preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Das so Cash stack it up. Los! Das ist doch verrückt! Aber effektiv! Nie wieder. Doch, jetzt? Unglaublich! Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind Lukas, so weit oben. Lukas! Keine Sorge, Ugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf ein. Jetzt! Na los! Das müsste helfen. Aua, weh. Ich werde dir helfen. Ja. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Lukas? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Lukas ist irgendwie nicht der hellste und der schnellste auch nicht. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Ich schau nur, ob man hier noch was mitnehmen kann, aber nein. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Also ich ja nicht. Ja. Achso. Verschlossen. Pippi. Hey, Pippi. Pippi. Kannst du das übernehmen? Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Gut. Und hinauf. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Okay, da geht's runter. Hugo. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Aha. Okay. Klar. Sieh nur, sie bewegen sich. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ja, danke schön. Sehr großzügig. Warte. Das macht man noch an. Da oben gehört eine Fackel rein. Die da hinten mache ich auch gleich an. Da oben gehört auch eine Fackel rein. Ich muss dahinter. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Platzt. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ernsthaft. Hey, seht mal. Geht doch. Warte mal. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Mist. Warte. Da habe ich doch was erspäht mit meinen Äugelein.
Ich zünd alles an, was ich finde. Weil es im Regen ja so gut hält. Kann ich da unten durch? Nein. Noch nicht. Nein. Ja. Okay. Moment. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Zu mir kommen. Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln okay. Hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. So. Dann. Und die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ja, gleich. Muss erst mal sehen, wo ich hin muss. Okay, ich muss da ganz hinter. Ich müsste ganz hinter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Schaffst du das? Verstanden. Kannst du mich mitschieben? Schade. Das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. So. Da hoch. Das einsacken. Ich werde davon eh noch welche brauchen. Die Steine nehme ich auch mit. Nee. Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. So. Okay, das musst du loslassen, wenn ich unten bin, ne? Nee. Da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Kommt nicht runter. Das musst du machen. Na schön. Wie komme ich an dieses Becken? Von da hinten. Sie hat sich ja nur bei einem Bauch. Aber nein. Hi.
komme ich da hoch? Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Kannst du das übernehmen? Aha. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Aber ich müsste doch da hoch. Probiere ich mal, den nicht ganz bis zum Ende zu schieben, sondern da, wo das Loch ist. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Das geht auch nicht. Ich komme ja dann nicht mehr runter. Aber von da hinten komme ich nicht runter. Warte, hier ist noch was. Nein, hier ist doch nichts. Aber wenn ich das ganz hinter mache. Das geht ja nicht. Achso, nee, ich komme da hinten dann nicht runter. Und die werden dann gleich wieder reinkommen, oder? Ja. Warum komme ich da nicht hoch? Ich meine, es gibt ja nur die eine Plattform zum Hochkommen. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Ach, okay. Schaffst du das? Ja. Okay. Ich muss die rauslocken. Okay. I got it. Muss man mir doch sagen. Hätte ich mir das jetzt sparen können. Aber okay.
sondern noch einmal bis zum Ende. Damit die Ratten hier alle rausgehen. Genau so. Und dann muss sie loslassen. Damit die in die Grube wischen. Okay. Und jetzt kann sie runter und zu mir kommen und dann dahinter. Dann also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Viel Glück. So, dann wieder zurück. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr runter. Ah, okay, und sie muss mir dann da hochhelfen. Beziehungsweise ich ihr und sie mir. Pass auf! Drei Ratten! Das ist schon besser. So. Ich wäre bereit. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau-Domplage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Nimmst du das? Komm, machst du das? Wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ich bin schon unten. Was war das? Nichts, nur... ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ich bin doch schon dabei. Sehr witzig. Falsche Richtung. Jetzt nehmen wir mit. Und raus da. Das war mal ein langes Rätsel. Muss ich schon mal sagen. Ich brauche dich hier. Ja, ja, ich komm ja schon. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. So. Hallo? Bin schon da. Wo sind denn die Ratten? Da hinten sind die Ratten. War ich das richtig? Ich weiß nicht, ob ich zu dem oder zu dem anderen müsste. Zu dem anderen. Auch nicht? Mili, was willst du von mir? Warum soll ich dir jetzt helfen? Hä?
Ach so, ja, ich muss raus. Rein. Also da hinten hin. Und ja. Wir haben ja noch einen Ring. Okay. Los, komm schon. Scheiße, wir haben es fast geschafft. Ja. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So. Nun aber. Lass los. Jetzt lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia. Wir haben eine ganze Gruppe von Melli der Furie. Was? Melli die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Sind auch die Furie. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Juhu! Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Kapitel 8. Unser Zuhause. Wieder keine Errungenschaft für Kapitel 7. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Aber.